Für einen Sieg gegen Deutschland hat es wieder nicht gereicht. Doch auch so verließen die polnischen Spieler gut anderthalb Stunden nach Abpfiff hoch erhobenen Hauptes das Stadion. Ausgerechnet Robert Lewandowski und sein Vereinskollege vom BVB, Jakob Blaschikowski, schossen die Tore gegen den favorisierten Nachbarn. Erst in der Nachspielzeit hatte Kakao das Remis gesichert. Gefragtester Spieler der Deutschen war nach dem Spiel aber, wenig überraschend, Lukas Podolski. Ja, war ja ohne Frage. Ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass es ein besonderes Spiel für mich ist. Erstes Mal in Polen mit einer Mannschaft gespielt und daher war es was ganz Besonderes. Ja. Wir dürfen jetzt nicht wieder nach dem 2-2 alles kritisieren. Ich denke, wir haben die letzten Länderspiele auch heute gut gespielt. Klar war jetzt heute nicht alles super wie vielleicht gegen Österreich. Aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg und wenn wir da weitermachen, dann denke ich, spielen wir auch eine große Rolle bei dem Turnier. In der neuen Danziger EM-Arena sollte das Spiel gegen Deutschland 9 Monate vor der Eröffnung eine Art Generalprobe für den Gastgeber sein. 40.000 Zuschauer waren auf jeden Fall zufrieden mit ihrem Team und auch die deutschen Spieler zeigten sich beeindruckt. Die Stimmung war gut, Glückwunsch an Polen für dieses Stadion. Sehr schönes Stadion geworden und ja, wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Das EM-Ticket ist gebucht, nun wird's ernst für Jogis Jungs. Die Konkurrenz ist groß und nur 23 Spieler finden Platz im Bus zur Euro 2012 in Polen und der Ukraine.